Hi, mein Name ist Elena und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe fünf ganze Jahre lang der falschen Person geschrieben. Klingt absolut verrückt, nicht wahr? Wie konnte ich das so lange nicht bemerken? Nun, die Antwort ist einfach. Ich war jung, töricht und verliebt. Lasst euch ein bisschen mehr von mir erzählen, damit ihr verstehen könnt, was passiert ist. Alles begann, als ich im Gymnasium der Unterstufe war. Mit 16 Jahren machte ich die üblichen Teenager-Probleme durch. Ich fühlte mich nicht hübsch genug, ich fühlte mich nicht dünn genug, ich fühlte mich nicht verdammt. Ich hatte in keiner Weise das Gefühl, gut genug zu sein. Aber bevor wir mit diesem Video weitermachen, klickt doch gerne auf abonnieren und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Dadurch könnt ihr 20 Jahre länger leben. Vertraut mir, es funktioniert. Mein Selbstwertgefühl war wirklich, wirklich niedrig. Die Tatsache, dass ich überhaupt nicht beliebt war, hat mir nicht gerade geholfen, mich besser zu fühlen. Ich hatte zwar ein paar enge Freunde, aber sie waren wirklich nett zu mir, und das hat auch nichts an meinem Selbstwertgefühl geändert. Schließlich hatten sie alle Freunde und verabredeten sich ständig. Ich blieb zu Hause bei meiner Mutter und meinem Vater und meinem kleinen Bruder und schmolte. Oh, keine Sorge, Schatz, sagte meine Mutter. Du bist das hübscheste Mädchen der Welt. Und bald wird das auch ein toller Kerl bemerken. Wenn ich das hübscheste Mädchen der Welt wäre, Mama, würde es dann nicht so lange dauern, bis ein Kerl mich bemerkt? antwortete ich verbittert. Deine Schönheit liegt im Inneren Liebes, sagt mein Vater dann, und da begann ich zu weinen. Du sagst also, ich bin äußerlich hässlich, schrie ich zurück. Er versuchte, den Schlamassel zu beseitigen, den er verursacht hatte, aber es war unmöglich. Egal, was Papa danach sagte, ich blieb traurig. Ich kann es Mama und Papa nicht verübeln. Sie haben es zumindest versucht, mich aufzumuntern. Sie waren so lieb zu mir und sehr geduldig. Außerdem denkt jeder Vater, dass sein kleines Kind die schönste Frau der Welt ist, nicht wahr? Aber für mich war das nicht genug. Ich wollte, dass mich jemand bemerkt, der mich wirklich sieht. Warum haben alle anderen in meinem Leben Liebe gefunden, während ich allein und einsam bleiben musste? Selbst wenn ich mit meinen Freunden einkaufen ging, wurden sie von Männern angemacht, ich aber nie. Und meine beste Freundin sagte mir, es sei nur, weil ich zu unsicher und schüchtern sei. Du versteckst dich hinter deiner Brille und deinen Haaren, wie soll dich jemand bemerken? Lächle einfach die Jungs an und ich verspreche dir, dass du im Handumdrehen einen tollen Freund finden wirst, sagte sie. Nach einer Weile fingen meine Freunde an, sich Sorgen um mich zu machen. Sie versuchten mir ein besseres Gefühl zu geben und schlugen vor, dass ich vielleicht eine Dating-App probieren sollte. Dann brauchte ich nicht von Anfang an mutig zu sein. Und ich konnte einfach mit den Jungs plaudern, bevor ich mich tatsächlich mit ihnen traf. Das schien eine großartige Idee zu sein. Ich war sogar sehr aufgeregt darüber, also stimmte ich zu. Wir werden dir beim Einrichten helfen und machen dein Profil super sexy, sagte eine andere Freundin von mir. Ich konnte wirklich kaum erwarten, loszulegen. Endlich würde ich einen Freund haben, mit dem ich mich nett verabreden konnte, und habe geglaubt, dass mindestens eine Handvoll Jungs an meinem Profil interessiert sein würden. Also ging ich gleich am nächsten Tag super aufgeregt zur Schule. Ich trug das schönste Kleid, das ich besaß. Ich kämmte mein Haar zurück, sodass es mir nicht ins Gesicht fiel. Meine Freunde machten ein paar Fotos von mir und halfen mir dann, ein Konto anzurichten. Ich schaute mir die App immer und immer wieder an. Alles, was ich wollte, war eine Nachricht oder zwei oder vielleicht fünf. Ich hoffte, ich würde ein paar Auswahlmöglichkeiten bekommen, aus denen ich wählen konnte und auf viele unterhaltsame Dates gehen, vielleicht sogar meinen ersten Kuss bekommen. Es klang wie ein wahrgewordener Traum, aber schnell verwandelte sich der Traum zu einem Albtraum. Und warum? Weil, naja, ich schämte mich, das zu sagen, aber niemand hat geantwortet. Ich meine, selbst die hässlichen Mädels bekommen ein, zwei Matches, oder? Nun, als es um mich ging, schien sich niemand dafür zu interessieren, nicht einmal Leute, die mich überhaupt nicht kannten, abgesehen von meinem Lebenslauf und meinem Profilbild natürlich. Also ja, ihr könnt euch vorstellen, wie verdammt deprimiert ich war. Ich konnte nicht glauben, dass mir das passierte. Meine Freunde versuchten mich aufzumuntern, aber ich war untröstlich. Du bist so hübsch, Männer sind einfach Idioten, sagte meine beste Freundin. Aber sie hatte einen Freund und ich nicht, und es war einmal der erste Kerl, mit dem sie ausging. Was stimmte also nicht mit mir? Warum konnte ich niemanden dazu bringen, mich zu lieben? Ich beschloss, dass es sinnlos sei, die App zu haben. Schließlich hat sie mir nur Angst gemacht und ein schlechtes Selbstwertgefühl gegeben. Jedes Mal, wenn ich mein Handy kontrollierte, wurde ich daran erinnert, dass mich niemand mochte. Ich ging in dieser Nacht schlafen und war entschlossen, die App am nächsten Tag zu löschen. Zu meiner großen Überraschung hatte ich jedoch, als ich aufwachte, um zur Schule zu gehen, eine Benachrichtigung. Stellt euch meine Überraschung vor. Ich lächelte so fröhlich und sah mir die Nachricht sofort an. Hallo Schönheit, ich bin froh, dass dir mein Profil gefallen hat. Erzähl mir ein bisschen von dir. Wow, das war unglaublich. Es war einer der Jungs gewesen, die ich auch nach rechts geswiped hatte. Und er hatte tatsächlich dasselbe von mir gedacht und einen Text geschickt. Ich sah mir seine Fotos noch einmal an und war überrascht zu sehen, dass er der süßeste Typ war, den ich jene App gesehen hatte. Sein Name war Gabriel, er war 16, genau wie ich, und er war verdammt gut aussehend. Er hatte kurzes blondes Haar und war super groß, was genau mein Typ von Mann war, den ich mochte. Mir war danach zu tanzen und zu singen und es ist ein bisschen peinlich zuzugeben, dass ich das irgendwie auch getan habe. Ich rief meine beste Freundin an und erzählte ihr alles darüber, schickte ihr ein paar Screenshots, damit sie sich den Kerl ansehen konnte, der sich bei mir gemeldet hatte. Sie antwortete mir per Text super aufgeregt. Oh mein Gott, Elena, er ist so süß. Herzlichen Glückwunsch, antworte ihm sofort. Er antwortete schnell und ließ ihn ein paar meiner Vorlieben und Abneigungen wissen und zu meinem großen Schock hat er den gleichen Geschmack wie ich. Es war als ob wir uns schon in einigen Sachen einig wären. Von diesem Tag an schrieben wir buchstäblich jeden einzelnen Tag, den ganzen Tag lang. Ich wachte mit einer Nachricht von ihm auf und schlief mit den süßesten Gute-Nacht-Texten ein. Gute Nacht, meine Schöne. Ich vermisse dich jetzt schon, schrieb er oder ähnliches. Das brachte mich immer zum Lächeln. Ich verliebte mich schnell in diesen Mann, den ich noch nie persönlich getroffen hatte. Er wohnte nämlich in einer anderen Stadt und da er auch noch Schüler war, war es für jeden von uns schwer, einfach so zu reisen und sich von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Meine Eltern hätten mich nie den Bus nehmen lassen, um einen Typen zu treffen, den ich übers Internet kennengelernt hatte. Sie würden ausflippen, wenn sie überhaupt wüssten, dass ich mit Gabriel zusammen war. Also hielt ich es geheim und nur meine Freundinnen wussten davon. Die längste Zeit haben wir nur über die Dating-App geschattet und dann über andere Online-Messenger. Von Zeit zu Zeit haben wir sogar telefoniert, aber das war sehr seltsam. Er hatte immer eine Ausrede, als hätte er Halsschmerzen oder sowas in der Art. Zuerst habe ich ihm natürlich geglaubt, denn ich wollte ihn für perfekt halten. Der ideale Freund, wisst ihr, mir war es egal, dass es eine Fernbeziehung war oder dass es bis zum Abitur noch nicht einmal meinen ersten Kuss mit ihm geben würde. Ich war bereit, alles für Gabriel zu opfern. Als ich dann zum College wegzog, wurde es noch schwieriger, ihn zu treffen, da wir in einem ganz anderen Bundesstaat waren. Ich wollte ihn immer noch persönlich sehen. Ich war achtzehn Jahre alt, und das bedeutete, dass meine Eltern es mir nicht mehr verbieten konnten, einen Fremden zu treffen. Endlich! Für mich war Gabriel aber gar kein Fremder, denn er war die Liebe meines Lebens. Nach langem Beharren und Drängen konnte ich ihn schließlich dazu bewegen, einen Termin für ein Treffen mit mir zu vereinbaren. Wir würden uns auf halber Strecke sehen. Ich nahm zwei Züge und einen Langstreckenbus. Ich musste drei lange Stunden reisen. Aber das war mir alles egal. Alles, was ich wollte, war ihn endlich zu sehen und meinen perfekten ersten Kuss von der Liebe meines Lebens zu bekommen. Aber als ich in dem Restaurant ankam, in dem wir uns treffen wollten, war er nirgends zu sehen. Ich war aber so aufgeregt, dass ich dachte, er hätte sich verspätet. Ich hatte mir meine schönste rote Bluse und eine eng anliegende Jeans angezogen. Außerdem hatte ich High Heels an und das war so selten bei mir. Zudem trug ich Make-up und viel Parfüm. Ich sah wirklich süß aus und einige Jungs im Restaurant starrten mich sogar an und versuchten mit mir zu flirten. Es schien, als wären die Zeiten längst vorbei, in denen ich nicht einmal einen Kerl dazu bringen konnte, mich zu bemerken. Aber das war mir völlig egal. Was ich wollte, war mit meinem lieben Gabriel zusammen zu sein. Das Problem war, er tauchte nicht auf. Ich wartete und wartete. Ich schickte ihm Text um Text, aber er antwortete nicht. Eine ganze Stunde verging und schließlich schrieb er, es tut mir so leid, Liebes, ich hatte ein familiäres Problem. Ich werde dich nicht treffen können. Ich liebe dich. Glaub mir, ich war untröstlich und am Boden zerstört. Ich hätte heulen können, aber ich wollte nicht in der Öffentlichkeit schluchzen wie ein kleines Mädchen. Ich eilte nach Hause, aber das bedeutete, einen anderen Bus und zwei weitere Züge zu nehmen. Es war die längste Reise meines ganzen Lebens. An diesem Tag weigerte ich mich, seine Nachrichten oder Anrufe zu beantworten. Ich war so wütend und so frustriert und voller Schmerz. Er entschuldigte sich immer und immer wieder und schließlich versuchte ich so zu tun, als sei alles in Ordnung. Aber ich konnte es einfach nicht. Ich wurde ihm gegenüber sehr misstrauisch und begann ein paar Nachforschungen anzustellen. Ich verlangte sogar eine Videokonferenz, damit ich ihn endlich sehen konnte. Er erfand alle möglichen Ausreden, die super dämlich waren. Ich kann nicht, tut mir leid, die Kamera meines Handys ist kaputt, sagte er. Ich sagte ihm sofort, dass ich das für Quatsch halte. Irgendwas war in dieser ganzen Situation verdächtig. Nachdem ich jahrelang auf eine Antwort gewartet hatte, war ich fest entschlossen, eine zu bekommen. Schließlich hatte Gabriel satt ständig mit mir zu streiten und willigte ein, endlich den Videoanruf durchzuführen. Und da entdeckte ich die ganze Wahrheit. Gabriel war nicht in meinem Alter. Er war ein pummeliger, hässlicher Mann mit mittlerem Alter. Aber ich bin doch immer noch der Mann, in den du dich verliebt hast, sagte er und flehte mich an, ihm zu verzeihen. Ich sagte ihm, dass ich nie wieder mit ihm sprechen wollte und blockierte ihn von all meinen Social-Media-Accounts und antwortete nie wieder auf seine Anrufe. Er schickte mir eine E-Mail nach der anderen und versuchte mir zu erklären, warum er das alles getan hatte. Er sagte mir, dass er mich liebte und dass er mich heiraten will. Aber sein Name war nicht einmal Gabriel, er hieß Tom. Ich war fertig mit ihm und werde meine Meinung nie und nimmer ändern. Wie konnte er mich fünf ganze Jahre lang anlügen? Ich konnte es nicht glauben, dass jemand so grausam sein konnte und so lange vorgeben konnte, ein anderer Mensch zu sein. Ich glaube, er war ein Freak oder Psychopath. Das einzig Gute, was bei dieser ganzen Sache herauskam, war, dass ich gelernt habe, niemals, niemals Menschen online zu vertrauen. Ich bin jetzt selbstbewusster und Leute nehme ich tatsächlich wahr. Ich habe mir eine tolle Verabredung verschafft und hatte auch meinen ersten Kuss. Danke fürs Zuschauen. Was ist die schlimmste Lüge, die euch hier jemand erzählt hat? Und wie lange habt ihr sie geglaubt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.